Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Let's Play Don't Starve. Oh ja. Stehen geblieben beim letzten Mal waren wir bei... Ich weiß gerade gar nicht. Tag 2. Ist es erst, okay. Okay, wir haben noch nichts gefunden. Ich habe mir jetzt übrigens eine Taktik überlegt. Wir laufen jetzt erstmal rum, nehmen alles mit, was wir finden. Und wir geben uns dann erstmal zu den Schweinemenschen. Ach, ich wollte das doch gar nicht abernten, ey. So. Moment, ich kann mir doch schon mal einen Rucksack bauen. Genau. Okay, wir haben gerade Schmetterling gekillt. Wollte ich gar nicht, egal. So, ich errichte jetzt ein Camp bei den Schweinen. Habe ich mir vorgenommen. Wenn wir die dann irgendwo finden. Auf dem Weg da nehmen wir alles mit. Oh. Das ist klar, die erste hier kannst du auch mal gebrauchen. Da mache ich mir gleich als erstes mal... Erforsche ich so einen Speer und nehme dann einen Speer mit. Ist mir doch eindeutig sicherer. Da kommt wieder eine andere Insel. Gucken wir erstmal da. Sieht nach so einem Sumpf aus. Oder? Erstmal schauen, was hier so ist. Ich suche die Schweine. Naja, das sieht irgendwie unbequem aus, hier die Insel. Will ich erstmal nicht hin. Ich frage mich immer noch, also ich habe mich noch nicht so sehr mit dem Spiel befasst. Ich frage mich ehrlich gesagt immer noch, was so das eigentliche Ziel des Spiels ist am Ende. Also was soll ich am Ende erreichen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. Das gilt es herauszufinden. Klar, einige von euch werden sagen, du musst uns viele Tage überleben, dann ist das Spiel zu Ende oder keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung und ich lasse mich gerne überraschen. Da unten war auch noch eine Insel. Die können wir uns auch noch angucken. So. Warum kommt hier so ein Nebel? Ach, ein Grab. Interessant. Was ist das? Ein Amulett. Was ist ein Amulett? Aha, guck an, wen wir gefunden haben. Die Schweine. Nice, sehr nice. Sehr nice, sehr nice. Die kriegen von mir erstmal... was kriegen die von mir? Berries. Gift. Der hingekackt? Ja, der. You have meat? Haben wir meat? Ah, er ist unser Freund. Sehr gut. Ach, und ein König. Er riecht. Er stinkt. So, wir haben uns hier auf hier so einen Busch. Den machen wir uns hier erstmal hin.
Ah, jetzt ist erstmal Nacht. Kein Problem. Wofür ist dieses Amulett? I'm so hungry. Ja, dann ist was. Wir machen uns jetzt eh erstmal ein Lagerfeuer. Dafür haben wir nicht genug Steine. Scheiße. Das heißt, Auftrag morgen ist erstmal ein paar Steine suchen. Scary. Kann man seine Science-Maschine schon mal bauen? Ja, die kann man schon mal bauen. So. Ich find's fast zu schade, das Amulett da rein zu tun, weil das mit Sicherheit irgendwie wichtig ist oder so. Ich habe keine Ahnung gerade, was ich mit dem Amulett machen kann. So, die Pigmen gehen erstmal pennen. Boah, das sieht aus wie so ein riesen Hüpfball. Ach komm, scheiß drauf. Immerhin 80 Punkte. Eine Rope kann ich mir machen. Cut Stone, Papyrus. Ein Farmplot. Grow Seeds. Ein Crockpot, make better food. Dafür brauche ich Kohle. Und Turbo Farm Plot. Grow seeds at break beats. Okay. Aber ich wollte erstmal ein Speer, damit ich anständig kämpfen kann. Spear. Dafür brauche ich Seile. Wo kriege ich Seile her? Spear. Tent, Backpack, Trap, Bugnet. Ich brauche nur Seile, Kollege. Jetzt mache ich eine Shovel, ich habe doch schon eine, oder? Ja, natürlich habe ich schon einen Hammer. Rasierer, ich brauche nur ein Seil. Wahrscheinlich einfach nur zu dumm gerade. B-Box, Chest, Pickhouse. Locksuit, Spear, Sleep Dart, Fire Dart, Be Mine, Juice Trap. Science Machine, Alchemie Machine, Farmplot, bla. Hä, bin ich gerade so doof für ein Seil? Jetzt ist erstmal wieder Tag. Ich brauch trotzdem ein Seil. Amulett. Rope. Da. Achso, ah, bin ich doof. Alles klar. Ich rüste mich erstmal mit der Spitzhacke aus. Ich brauche Steine und so. Finde ich das denn hier wieder? Ja, ne? Ja, die Science Machine, alles klar. Blumen mitnehmen. Ich brauche unbedingt was zu essen, auch wenn es nur Blumen sind. Ich gehe jetzt wieder auf die erste Insel, glaube ich. Die beiden Schweinetypen rennen mir hinterher. Ich brauche was zu essen. Blume und Stein. You friend. Ein. Alles klar. Ich brauche dringend Gras. Und mehr zu essen. Also mehr Essen und mehr Gras wäre nicht verkehrt. Deswegen gehe ich jetzt erstmal auf die andere Insel. Um mir Gras und so zu holen. Weil hier gab es da, glaube ich, massig von.
muss mal gucken, dass ich rechtzeitig zurückgehe. Home time. So, davon brauche ich erstmal ein bisschen. So, kurz bevor der Tag zu Ende geht, werden wir uns nach Hause begeben. Attack. So. Gras und so brauche ich eine Menge, eine ganze Menge. Flower mitnehmen, alles mitnehmen. Die Insel hier ist auf jeden Fall keine schlechte. Das Vieh muss ich auch mal irgendwann fangen. So. Menge Berries und so hier, das ist gut. Grass haben erst 10 Stück. Das ist nicht so viel. Weißt du was, ich ernte das Zeug jetzt. Ich nehme beides mit. Ich bin noch überlegen, ob ich die Nacht hier verbringen soll auf der Insel und erstmal das ganze Zeug farmen soll. Damit ich auf der anderen Insel erstmal hier was erschaffen kann. Oh, Attack. Sehr gut. Obwohl, das reicht eigentlich. Ich gehe jetzt zurück, glaube ich. Wenn das von der Zeit her noch reicht. Nein, das wird nicht klappen. Ist zu weit weg. Da werde ich erstmal auf den anderen Tag warten. Und hier ist noch so viel Gras, das kann ich alles einsammeln erstmal. Da ist noch ein Hase, der ist leichte Beute, der hier auch. Der kriegt es nicht mit. Okay. Alles gut. Den da oben noch. Schade, den hätte ich nicht mehr bekommen. Ja, du kriegst gleich was zu essen. So, machen wir die Folge noch einen Tag länger. Ist ja kein Problem. So, Feuerchen machen. Build Campfire. Kann ich mir immer noch kein großes Lagerfeuer bauen? Ne, füllen mir noch Steine für. Ja, ist okay. Die wollte ich eigentlich gar nicht. Fuck, egal. Das macht hier nur noch Scheiße. So. Gras haben 31. Ist erstmal gut. Warten jetzt erstmal die Nacht ab. Dann kloppe ich noch ein paar Steine und dann gehen wir zurück erstmal zur anderen Insel. Bauen uns da diesen Hauptsitz erstmal auf. Und schauen dann mal, was noch so geht. Da unten in Talense müssen wir noch abgrasen, hier fast alles. Und dann da oben weitermachen. Weil hier ist so viel. Das müssen wir erstmal alles ausnutzen.
Butterfly Wings. Können wir essen. Können wir auch noch kochen. Pinecone. Den Berrybusch pflanze ich da hinten an. Genauso wie das Gras. Und eine Farm mache ich mir da hinten. Und den Speer mache ich mir gleich. Das sind erstmal die Ziele des vierten Tages. Sollte machbar sein, denke ich. So, Nacht geht vorüber. Ich muss jetzt nicht ernsthaft noch was reinfeuern, oder? So, jetzt nehmen wir nachher noch ein bisschen mit auf dem Rückweg. Genau. So, und ab. Ab übers Meer. Da sind die Schweineviecher. Sehr gut, Berries nehmen wir mit. So, dann sind wir gleich auch schon wieder da. Genau, hier sind wir. Und bauen uns ein Farm-Teil. Genau. So, was können wir denn hier noch anpflanzen? Das Gras. Machen wir uns hier so eine schöne Grasfarm hin. Ein Farmplot. Aber jetzt brauche ich einen Speer. Für einen Speer brauche ich eine Rope. Und die finde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Da. Wie viele brauche ich für den Speer? 100 Dings für. Sehr gut. Jetzt kann man da denn noch einpacken. Gold. ...82 Blumen. Habe ich denn Seeds? Glaube ich nicht, ne? Ah ne, erstmal will ich ja sowieso den Speer bauen. So. Das sind Seeds. Aber, um mir das Farmteil zu bauen, brauche ich nichts. Da hinten kommt das hin. Und die Seeds drauf. So, dann können wir das hier erstmal alle wachsen lassen. Genauso wie diese Dinger. Baum. Und die Bärenbüsche. So, dann haben wir da nämlich erstmal Essen und so sicher. Was schon mal nicht schlecht ist. Und
Und ich grase mal den Rest der Insel noch ab. Hätten wir noch Seeds? Wenn noch irgendwas Cooles ist. Hungerdüfte haben. Bisschen Minen hier. Dann kriegt er gleich auch was zu essen, der Kollege. So. Hier kommt gleich das Grab. Was sagt der Eisschutt? Ich sollte mich schlecht fühlen. Nein. So, den Stein nehmen wir auch noch mit. Sehr gut. Ist noch irgendwas? Nope. Die Insel hätten wir erstmal komplett abgedeckt. Nichts allzu Spannendes. Erstmal wieder zurückgehen. Zu unserem sicheren Plätzchen. Ist hier schon was gewachsen? An Gras oder so? Oder an Bären? Nee. Holz können wir theoretisch noch reinpacken. So. Kann ich dem Picking was zu essen geben? Seeds. Kann ich den noch draufpacken? Nö. Kann ich mir eine Vogelfalle bauen? Ja, ne? Sleep Dart, Fire Dart. Wo war nochmal die Vogelfalle? Da, Bird Trap. Ne, da fehlt mir noch das Dings. Straw Roll könnte ich mir machen. Aber dafür müsste ich wieder 100 researchen. Werde ich mir demnächst auch mal machen, damit ich mal ein, zwei Nächte überstehen kann. So, eins mit der nächsten Dinger, die ich erforschen möchte. Und eine Chest mache ich mir jetzt. Wo haben wir sie? Da. Aber dafür brauche ich die Hölzer. Und die kann ich mir nicht machen, weil ich zu wenig Holz habe. Ja, ist natürlich sehr gut. So. Unterhalten die sich? Es hört sich was zu an. Hammer können wir so machen. Razor. Use a science machine to things more. Ich soll mich rasieren, okay. Dafür brauche ich aber 30 Wissenschaftspunkte. Es gibt nur 3. Es gibt auch nur 3. Aber davon habe ich so viel. Blumen wachsen auch mal wieder nach. Da mache ich mir mal einen Razor. Was war das? Alter Vater, habe ich mich jetzt erschrocken, ey. So. Fünfter Tag, können wir direkt rasieren. Beard Hair. Damit können wir bestimmt auch irgendwas machen, aber das machen wir in der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Seid auch beim nächsten Mal mit dabei bei einer Runde Let's Play Don't Starve. Bis morgen.